Ja, Bruger, du bist voll der Profi. Ich hab's jetzt auch. Ich gar nicht. Du hast es voll drauf. Guck mal, wir müssen alles mit einem Gummiball töten. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass nicht Rüdiger kommt und den auffrisst, den Gummiball. Rüdiger ist so ein Arsch. Warum frisst der so einen Gummiball? Ich hasse ihn dafür. Ah. Wieso kann der nicht einfach mal die Arme offen halten und. Und diesen Ball fangen? Nein, er muss sich den auf den Kopf fallen lassen. Die Hitboxen sind auch nicht irgendwie. Die sind böse. Fair oder so. Hilfe! Ich! Du machst den Todestreffer. Den Treffer des Todes! Yeah! Nein. Also nicht bei dir selbst. Warte, mach ich das. Wirf mich! Ja! Yeah. Jetzt bin ich natürlich unverwundbar dagegen. Klar! Und ich glitze mich in den Ball. Zone A clear, get ready. Ich geh hoch. Achso, ich bleib unten. Du kannst dir gerne das extra Leben holen. Mach! Ja, unten ist da auch eins. Nicht? Okay. Nö. Ich dachte, die rote Kiste. Hey, guys, I'm okay. Ist sie entführt worden oder so? Ich weiß es nicht, vielleicht. I picked up this wireless phone. When Fat Cat. Ich finde den Namen so geil. Fat Cat. Fat Cat. Also auf jeden Fall, er hat eine Brieftaube geschickt mit einer Karte. Also sie, das ist ja eine Frau, die Dings da. Vorsicht! Ich hab zwar ein Handy, aber hier meine Briefkarte. Was? Eine Briefkarte. Okay, es geht zu lange. Warte mal, ich wähle mal aus. Wir gehen jetzt gleich D, weil C muss ja nicht, oder? Außer der geht automatisch. Nee. So. Oh Gott. Ich mach ein Safe State, weil wenn wir jetzt ein Continue verlieren, haben wir glaube ich keins mehr und das wäre sehr schlecht. Wir sind hier gerade bei Kaufland. Bei Kaufland. Gleich geht die dicke Erika an der Kasse, das ist der Endgegner. Oh Gott. Ich habe ja gehört, Kassierer sind mit allen Wassern gewaschen, aber jetzt nicht die Band, sondern... Ja, auch die sind alle schlimm. die können alles. Ey, überall Kisten des Todes, was soll das denn? Ja, du weißt gar nicht mehr, was du hier anpacken sollst. Ja gut, sind die bei dir nicht so rötlich? Ja, stimmt. Also, oh Gott, ich habe gerade einen Mini-Wurf gemacht. Ja, guck mal, die ist unverwundbar gegen meine Kiste, wenn ich drin sitze. Bam. Ja, tut mir leid, die Solid Snake Attacke kannst du hier nicht. Genau. Oh Gott. Solid Snake hat seinen Karton gesetzt. Ich diskutiere nicht, ich hau die Viecher einfach weg. Sag mal, kann man die. Ach, die kann man töten, ja? Also töten. Ja. Töten ist böse. Okay, wer zuerst? Mach du. Ich lag so raus. Yeah! Bams. Blödes Ding. Das hätte jetzt so cool aussehen können, Bruder. Ich hab irgendwie voll hier die Glitches, also... What? Was? Das Ding ist unverwundbar, guck mal. The fuck. Was? Ach, toll, da kommt man gar nicht rüber. Nein! Ich geh mal unten lang, ne? Kannst du da runter? Nee, doch, geht. Ja, es ist manchmal ein bisschen... sehr verzögert. What? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da eine Eichel... Ich komm da nicht, Bruder. Ich dachte, das ist voll unfair. Ich bin hier gefangen. Ich komm hier nicht. Ich komm da nicht lang. Kannst du nicht so einen Minisprung machen? Ich versuch's die ganze Zeit, aber da krieg ich immer... Boah, guck mal, ich muss mal... Boah. Zu abdrücken hier. Pseudo-Indiana Jones-Schiss. Ich weiß gar nicht, wieso... Hä? Da kommt nicht hat uns vorbei, der Gadget... Ne? Nicht irgendwas zu gesagt? Meinte sie nicht? Eine Karte hat sie uns geschickt, irgendwas. Ja, die meinte doch, irgendwelche Typen muss man drehen, um irgendwas aufzumachen. Schmeiß nochmal dran. Weg! Die drehen sich einfach nur, die blöden Dinger. Was ist da an? Was? Eine Eisenbahn? Wenn die jetzt fährt, ne. Das wär's ja ge... Was denn? Die macht Wellen mit dem Teppich. Darüber stolpern wir und sterben, ganz grausam. Ja, das macht man nicht. Wie Peter Maffay, fällt von der Teppichkante und kriegt sich beide Beine. Nein! Was beide tot? Oh, nee, oder? Och ja, wenn wir beide gleichzeitig Kumpel, sterben. Los, mach ein Safe State. Los, bitte, bitte, bitte. Ich hab schon dran gedacht, dass wir in den Raum treten haben. Ich alles scheiße. Oh, die blöde Kuh, jetzt rennst du weg. Ist das eine Sie, oder? Ich denk bei weißen Hasen immer an eine Sie. Keine Ahnung. Oh, oh. Hätten wir auch vielleicht eine. Ich glaube, die kann man gar nicht umbringen. Doch, doch. Die... warum spring ich denn? Nein! Hau ab. Guck mal, der! Schau ihn mal an. Oh Gott, er ist der Schlimmste. Runter! Warte mal. No! Was? Ey, ich hab die Kiste geschmissen und der Muskeltyp, der klopft so einfach weg. Rainy genau. Roof Castle war das. Okay, Kumpel. was ist hier los? Wie geht das? Ich weiß es nicht. Komm weg. Pass mal auf, ich schmeiß da mal was gegen. Ah! Nicht runterspringen, einfach was gegen schmeißen. Oh.
Ja klar, von der Seite was gegenschmeißen. Von der Seite was gegenschmeißen macht das Ding aus. Kumpel, hört das nicht von oben? Dililit. Ich weiß aber nicht. Wir kommen jetzt nicht mal in die Kisten hier rein. Hey, mach doch den Ballon weg! Ja. Warte mal, ich hab ne Idee. Aua. Ich hab ne Idee. Geh mal nach links. Du hast dich gerade ziemlich abgebrochen. Gehackt. Du willst mich nur wieder töten. Warte, ich mach das, ich mach das. Lass mich runter. Schmeiß mich nach oben, bitte. Nicht drüber. Nein! Ist doch super so. Warte mal, ich mach das. Ich mach das. Skillor? Nein. Oh. Nein! Okay, ich glaube, ich bin tot, oder? Nein, bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sinnvoll wäre, einen Lotsdale zu setzen, aber ich schmeiß dich einfach nochmal. Ich hasse dich. Du tötest mich wieder nur. Du hörst dich gerade an wie ein Roboter. Das ist doof. Ich kann leider keine Lotsdales machen, ne? Sehe ich gerade. Du kannst es selbst stellen und keine Lotsdales machen. What the fuck? Warte mal. Ich ruf dich nochmal an gleich. Ja. So, okay, geht weiter. Continue, letztes. Ja, Load State geht irgendwie nicht. Das ist ja total doof. So eine Save State Funktion ohne Load State Funktion. Das ist halt Online-Play, ne? Ey, sag mal, das Vieh geht nicht kaputt. Da guck. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dieses Level will ich hier auf jeden Fall noch schaffen. Ja, gegen die bösen Steine auf Death. Also die Metallkugeln. Stirb! Ah, was hab ich denn für ein Timing? Das ist ja total für einen Eimer. Ich guck mir das nochmal eine Runde an, ne? Ja, ja. So, jetzt geht's weiter. Was ist das für eine Kistenphysik? Das ist total unrealistisch. Na. So. Okay. Oh, ho, 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 ho. So. Kannst du eigentlich so über mich drüber werfen, wenn ich mich hier anbiete? Wenn ich mich anbiete. Darf ich in die Kiste mal anal einführen? Macht Spaß. Guck mal, das ist der Zwiebelotter. Ja, weil er sich nicht meldet. sieht wirklich so aus wie Zwiebelotter. Wenn ich so nur nachdenke. Ja. Warte mal, ich werf mal einen Apfel. Der will nicht. Mach mal, versuch mal. Guck mal, wie es ihm egal ist. Kann man vielleicht so schnell drehen, dass er sich irgendwann da ins Holz reinbohrt und dann nie wieder rauskommt? Blödes Vieh. Ey, unglaublich. Es geht nicht, kaputt. Okay, müssen wir uns drunter durchschummeln. Yay! Ich weiß nicht, wie man diese Kumpels hier kaputt hauen soll. Aua. Oh, das ist doch... Ich glaube, Kiste geht halt nicht. Nee. Ey, das ist deine Hitbox nämlich auf einmal größer. Nicht vorbei. So. Ja, spawn in diesem Feeder. Mach. Nee. Chuka, 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 chuchu. Okay, wow! Warte, ich hatte das eigentlich hoch, gemacht. Ganz hoch, komm mit. Ganz hoch. Ich weiß tot. Warum springt er nicht, diese Steuerung? Die ist doch echt für den Eimer. Mann, ich hab doch diesen Kumpel kaputt gehauen. Wieso ist der schon wieder da? Diese Scheißfigur. Hörnchen Rage. Okay. Mann. Okay. Oh, ich hab eine Eichel. Oh ne, der ist böse. Nein! Lass mich runter. Der haut die Kiste hier nur weg. Die sind so widerlich. Okay. So, einmal den. Schmeiß. Nimm einfach mal einen mit. Oh, Bruger. Ganz skilled, warte. Diese Steuerung, die ist echt von gestern, das merkst du richtig. Denkt hier. Ach so, ist schon off. Ist schon. Nein. Oh nee, sorry. Das ist so unfair. Nein, spring hoch. Komm. A gedrückt halt, bis du landest. Ich drücke die Knöpfe, es interessiert das Spiel nicht. Warte. Wir werden das nicht schaffen. Wupp, komm, doch. Okay, warte. Geh mal ein bisschen weiter nach rechts, ein bisschen nur. So. Jetzt. Nein, ich hab's schon wieder aktiviert, verdammt. Ey, guck mal, was für ein Timing das ist. Weg damit, so. Das ist wie in... Achso, das ist ausgemacht, sehr gut. Ja, das ist... Oh, der macht Luke. Komm, Boss, bitte, Boss, nein. Ey, wie soll man jetzt vorbeikommen? Achso, ich seh schon. Tobias, lass uns hier vorbei! Danke. So, ich helfe dir, das ist... Echt nett von dir. Nein! Die Dinger fallen um. Komm, Hilfe. Hinten dran bleiben. So. Warte. Ja. Ey, schon wieder diese Kasper. Ich bin noch einfach drunter durch. Oh. Es geht einfach nicht. Die Hitbox ist total für den Eimer. Komm, ja, floate dich drüber und ich mache hier den schweren Weg. Ach, hier geht's hoch. Fuck. Da fuck, ja. Oh Gott.
Warte, ich helf dir. Ich bin noch so klein und unschuldig. Ich schaff das nicht alleine. Kistenterror. Da kommt bestimmt gleich dieser Greif und von der anderen Seite und tritt die ganzen Kisten weg. Meinst du? Tja, das sah doch schon so einladend aus für den. Der macht doch sowas den ganzen Tag. Und Stern. Was bringen denn diese blöden Sterne, Mensch? Hat wahrscheinlich gar keine Bedeutung. Das ist mal wieder so eine komische NES-Game-Logik. Als wenn irgendein Typ da auch nur ansatzweise ankommt und versucht, hier Punkte zu kriegen. Ich bin schon froh, wenn ich das überhaupt schaffe. Ich wollte gerade sagen, ich denke mal, die geht ja immer so ein bisschen vom Sammeltrieb aus. Dass die sagen, ja, der Mensch, der will ja alles aufsammeln und deswegen packt man da immer so unsinnigen Kram hin. Damit das nicht ganz vergebens war. Genauso wie Achievements. Das ist eigentlich nur eine Legitimation, in Spielen das zu machen, was normalerweise total langweilig wäre. Ja, genau. Ist wirklich so. Oh, komm jetzt bitte, Boss. Uah, und dann auch noch sowas. What? Aber hallo, was ist das denn bitte für eine Kacke? Okay, warte, ich glaube, den musst du den an den Stirn zwimmeln da. Nee, will er auch nicht. Oh, Achtung, warte mal, Junge. Oh, ja, das ist ja. Das ist ja normal. Ja, zack, genau, auf die Lichter. Auf die Lichter. Der Lichter, der Lichter, der kriegt man auf die Lichter. Oh, sorry. Komm, nimm sie dir. Nimm sie dir. Geh weg. Wir müssen übereinander stehen. Es ist so bescheuert, man blockiert sich hier voll im Koop. Ich geh vor. Nein, nein, geh weg. Vorgehen ist eine sehr schlechte. Was? Oh Gott, nein. Ich mach Uga, bring ihn. Mit einem Herz. Nein, was soll denn da? Nee, wenigstens ein Erfolgserlebnis in diesem Scheißspiel müssen wir haben. Töte ihn jetzt. Ja. Schweine, jetzt sterbe ich. Achtung, nein. Natürlich, jetzt bin ich unverwundbar. Puh. Alles klar. Oh. Ich will nur das Leben. Ich will nur das Leben. Ist mir egal, der Rest. Was soll ich mir den Scheiß sternen? Die bringen gar nichts. I left a boat for you to use to get across the water in Zone E. Oh, by the way, I nearly fell into a hole. Oh, in Zone F, watch your step. Na, wieso bleibt sie nicht einfach mal stehen? Warum sollte man jetzt bitte noch den Umweg nach Zone E machen, frage ich mich. Das ist für ganz doofe. Ja. Ich glaube, das Spiel ist jetzt hier eh bald vorbei. Es sei denn, du schaffst das jetzt, weil wir uns die ganze Zeit nur gegenseitig behindert haben. Mhm, ist klar. Mein Gamepad klackert voll laut, das irritiert mich so ein bisschen. Und dabei war das noch so ein teures, hast du ja richtig ins Portemonnaie gegriffen, ja, ne? 7 Euro, immerhin. Ja, das ist ein Haufen Geld. Oh nein! Das ist doppelt so teuer wie mein Headset. Oh Mann, ich mag das nicht mit diesen rollenden Bällchen. Oh, ist das... Achtung! Da ja, hattest du aber einen Kurzhängel gerade, ne? Hm? Mhm. Ein wenig. Diese die Steuerung, die ist sehr unpräzise. Du Penner da unten. Oh Gott, oh Gott. Auch nicht sowas wie Mega Man, ihr wollt mich doch verarschen. Na? Ja klar, ganz... Es rechnet auch keiner damit, dass das Ding wieder kleiner wird. Normalerweise sollte es größer werden, damit man das auch schafft. Das Ding soll nicht kleiner? Okay. Woga. Den Rest überlassen wir jetzt eurer Fantasie. Oh, warte, ich mach das. Er spielt den Porno-Tempel bei. Nein! Scheiße! Aber ich lebe noch. Ich hab nur ein Leben wahrscheinlich. Okay. Komm. Alle Augen sind auf dich gerichtet. All eyes on me. Momentan 2, aber im Endeffekt glaube ich ein paar mehr. Das packst du, das packst du. Na, ich glaube nicht. Ich vergeig das wieder. Alter, komm schon raus da oben. Komm das raus. Ist schlimm. Komm raus. Oh. Das ist mega schlimm. Das soll ein Kinderspiel sein? Ja, genau. Ich sag ja, ich halte das für ein Gerücht. Nein. Warum sollte man Erwachsene mit Chip und Chap locken? Die haben doch sowieso schon keinen Bock drauf, wenn die ganzen Kinder das rauf und runter gucken im Fernsehen. Das war, glaube ich, sogar Kalkül, dass wir das damals wirklich so wenig Leben und Continues gegeben haben. Dass die Kiddies da unendlich oft spielen müssen, weißt du, bis sie das Spiel geknackt haben. Und damals war das ja Vollpreis für so 100... Was war's schon? Keine Endgegner? Nö. Ich meine, damals haben die Dinger ja gut Geld gekostet, dass du für so ein Ding mal 120 Mark gelatzt. Ja, stimmt. Dein Part. Good work, Team! You're almost at the casino! Yay. Ich freue mich. Ruger geht jetzt all in mit seinen 2 Leben. Ja. Ich bluffe aber. Ja, das sieht blind. Das aus. Oh, was ist er denn für einer? Krokus.
Er war doch auch in der Fernsehsendung, oder? Ich kann's dir nicht sagen. Ich meine, es gab da so einen. Das ist so lange her. Ey, du scheiß Kroko. Ich spring natürlich runter und es erwischt mich. Das ist so klar. Du scheiß Vieh. Warum müssen die immer springen, wenn man es nicht braucht, bitte? Immer dann. Und vor allen Dingen als Außenstehender, wenn man sich das so anguckt, dann denkt man ja gar nicht, was das für ein Stress ist. Ja. Das ist nee, absolut episch. Wie monströs dieses Spiel eigentlich ist. Es ist böse, dieses Spiel ist böse, Leute. Sag ich jetzt mal so. Ihr denkt ja, das sind so ein paar kleine Backenhörnchen, die sich so ihren Weg durchs Casino Nein. bahnen. Und zwei, drei Gegner. Aber nee, das hier ist richtig. Hart. Boah. Das ist auf jeden Fall besser als Call of Duty. Das ist gut. Ja, aber hallo. Call of Duty ist ein Dreck dagegen, was die Spannung alleine angeht. Das hier ist Gozu, sag ich dir. Oh, nein, nein. Oh Gott. Es ist gerade wirklich spannend. Ist das eigentlich das letzte Level oder kommt dann, ich meine danach ich kommt noch eine Welt. Kann man da nicht Continuous sammeln irgendwie? Ich weiß es gar nicht, weil ich habe schon 100... Oh nee, jetzt kommt noch ein Rhino. Hände weg von den Bomben, die sind gefährlich. Na gut, vielleicht. Schauen wir mal. Guck mal, der brennt schon, weg damit. Komm, die Biene. Nein. Oh. Jetzt hast du ein P. Oh Gott. Nein. Geh weg. Ich will nicht mehr, das ist viel zu aufregend. Alles leere Gläser hier. Mach die mal voll. Ja! Mit Nuss des Grauens. Keine Ahnung, mit was. Irgendwas, was du gerade dabei hast. Was, Darby? Ja. Was ich trau dem Typen da oben nicht. Ich trau dem nicht. Das ist ein Ohrlaus hier, ein Ohrkneifer. Die Dinger sind eklig, ne? Ja, richtig eklig. Ich hatte einmal... Ich wollte schlafen gehen, da war so ein Ding in meinem Bett. Ich hab auf dem Sofa geschlafen, ich sag es dir. Ich hatte da echt keinen Bock drauf. Ja, ich mag es auch nicht so. So genauso, wenn ich jetzt schlafen gehe und ich hier irgendwo eine Stechmücke im Zimmer. Alter, das ist. Kann ich schlafen gehen, bis das Vieh tot ist. Ja, und das dauert dann gerne mal eine Stunde, wie du da mit so einem zusammengefalteten Handtuch sitzt und denkst: Komm her, Gringo, ich kriege dich. Im Dunkeln sind sie immer irgendwie gefühlt 10 cm von deinem Kopf entfernt, aber kaum ist es dran. Dann sind sie weg. Dann sind die einfach weg. Oh Mann, was ist das für ein Level? Nein! Ich bin da auch gerne so ein Donator und sag, Leute, wenn ihr mein Blut saufen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Nur, verdammt nochmal, es soll nicht so jucken, erstens, und seid verdammt nochmal leise. Ich spende Blut. Für bedürftige Mücken. Mhm. So, ey. Boah, wann ist jetzt endlich Schluss hier? Ich hab gehört, wir haben durch irgendwelche, indische Reifen so Monstermücken hier nach Deutschland importiert, die wirklich heftige Krankheiten verbreiten. Echt? Krass. Mhm. Also nicht so Malaria, sondern eher so Malaria-Light. Malaria-Light. Jetzt auch für Kinder. Ja! Komm, nimm die. Nimm den Klotz. Alle Bruge-Abonnenten. Nimm den Klotz. Rettet jetzt, ob er den Sprung schafft. Ich schaff das. Na, was ist das schon wieder? Das ist gar nicht die Fat Cat. Was machst du denn? Wirf mit Geld. Schmeiß die Puffis durch den Club und schrei BOOM BOOM! Ey, was ist das für eine Hitbox? Die ist doch vom Hell. Hitbox from Hell. Aber irgendwie ist er so ein bisschen unkreativ, der Kumpel da oben. Ja, der schmeißt immer nur in zwei Richtungen so ein bisschen. Deswegen, ich glaube, er ist auch nur ein Zwischengegner. Der Big gleich erst. Vielleicht muss man wirklich alle Level machen. Aber ich find's jetzt so ein bisschen einseitig, dass du nicht mehr dabei bist. Ja, finde ich auch schade, Bruder. Spring. Aber ich muss sagen... Oh, warum krieg drei ich Leben! Ne, zwei. Warum krieg ich jetzt ein Leben für den Stern? Wahrscheinlich habe ich genug... Oh! Hallo, Frau! Ich habe Blumen für dich! Schmeiß dir Blumen ins Gesicht. Und dein Part. Thanks, guys! I know you could do it! Fat Cat just ran off, but you can chase him with my... Rocket! Rot-Rakete! Oh nein. Genau, es geht noch weiter, Bruger. Es geht noch weiter. In den Weltraum. Hätte man sie jetzt fragen können. Alternativ. Hä? Stößt ab, oder was? Okay. Och nein. Es geht noch weiter. Ich hab schon befürchtet, es kommt das ganze Alphabet dran. Och Menno, das ist doof. Ich will nicht. Und die spielen. Umlaute. Die kommen auch noch. Z, E, Ü. Alles. Genau. Jetzt kommt natürlich die Leben auch, Mars, wo du nicht da bist. Was soll das denn? Was, hallo? Das ist gemein! Ja, kannst du das Leben in Continue umwandeln? Was soll das? Bruder? Oh. Ja, ich find's auch doof. Ich will mitspielen! Ja, das war der Sinn des Koop, aber irgendwie will das Spiel nicht. Dann nicht! Was passiert jetzt? Okay, Spiel hat sich wohl aufgehangen. Ja, ist cool, ne?
Lost Connection. Lost Connection steht da jetzt gerade. Juhu. Alles klar, Leute, ich würde sagen, damit beenden wir das. Vielleicht hängen wir noch was dran, oder? Mal gucken. Ja, ich denke schon. Nochmal das erste Level, zu zweit, ja! Yay. Okay, alles klar, dann beende ich mal hier. Ja.